Eins. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Terraria. Mit ja, Standi. Grüß Gott. Wir graben uns hier immer noch in dem Strandbiom hinunter und ich glaube, oh ja, ich sehe es, links ist das Meer, sehe ich gerade am Bildschirmrand. Echt? Ja. Wollen wir das Meer ablaufen lassen? Ich glaube, das ist keine gute Idee, oder? Ich glaube auch nicht. Nee, will ich auch nicht, weil da ist der arme Delfin, dann ist er nachher... Nee, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Der war voll nett. Der war voll nett? Ich habe das Telefon nochmal ausgetauscht. Ja, ich mag Delfine, die sind so intelligent. Ja, und ich habe immer noch einen Pinguin im Inventar. Oh. Und du eine Möwe. Oh, oh. Ah, nee, die Möwe nicht, oder? Warte mal, was hattest du? Doch, die Möwe. Ich habe die Möwe dabei. Möwe. Okay. Für unseren Zoo. Oh, ich hoffe, dass wir die wirklich irgendwie ins Terrarium sperren können. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Sachen. Vielleicht die vielleicht nicht ins Terrarium gehen. Vielleicht muss man da irgendwas anderes bauen. Vielleicht ein Aquarium. Vielleicht geht das. Vielleicht kann man irgendwie mit Wasser sammeln, mit Eimern oder so. Oh, hier müssen wir aufpassen. Ne? Ja, guck mal, hier ist Ende. Ja, hier ist das Meer zu Ende. Hier geht es nämlich nicht mehr weiter. Wieso geht es hier nicht weiter? Also ich sehe es nicht, dass hier... Na, weil der Bildschirm sich nicht mehr mitbewegt. Bei mir. Also bei mir ist jetzt der Bildschirm stopp. Also sind wir jetzt hier gerade am Rand wieder. Dann kommen wir noch nicht. Doch, jetzt. Yep. Ja, dann halt runter, ne? Runter. Huch, ich soll doch hingucken, wo ich baue. Ja, einfach mal buddeln. Ja, am Anfang habe ich gar nicht gemerkt, dass man auch wirklich auf die Blöcke draufhalten muss. Da habe ich einfach immer irgendwo am Bildschirmrand gehalten. Und dann hast du quasi alles alleine gemacht. Aha, ich hatte mich schon gewundert, warum es so lange dauert. Ja, ich habe das nicht geblickt, dass ich auf die Blöcke wirklich draufhalten muss. Ich dachte, das geht auch, wenn ich hier einfach irgendwo so, weißt du, so hier, so in der Gegend einfach. Irgendwo am anderen Bildschirmrand. Irgendwann ist es mir aufgefallen. Huch, was bist du denn? Da. Fossilien sind hier überall. Guck dir das an. Oh, da kriegen wir vielleicht wieder was raus. Also wenn man tief genug buddelt, ob man dann das Meer wirklich ablaufen lassen kann? Ich glaube nicht, oder? Ich will es auch gar nicht ausprobieren. Nachher haben wir da oben kein Meer mehr. Das wäre ja schade. Oh, ich sehe hier links. Ja, irgendwas leuchtet da. Ja, sieht sehr seltsam aus. Warum ist da überhaupt noch was? Oh, und hier rechts ist... Ja gut, das würde ich jetzt vernachlässigen. Was ist das da? Das ist doch der Bildschirmrand. Wie kann denn das sein? Ich glaube, du bist dadurch den kleinen Krebs lieber. Ja, ist das gerade eine frische Täuschung da hinten? Okay, gleich kriegen wir Besuch, das oben ist Slime. Oh, und hier auch. Aber da ist nichts, ne? Das ist einfach nur so. Das ist strange. Sieht aus, als könnten wir jetzt hier durchgehen und woanders hinkommen. Naja, gut. Nö. Wir haben es versucht. Ach, ist das da oben Eisenerz hier? Und ist es? Platinerz. Was für ein Erz? Platin. Ach nee, jetzt war es Eisen. Hä, sind es zwei verschiedene? Oh, könnte sein, dass ich vielleicht gleich mal kurz eine Sekunde AFK gehen muss. Schauen wir mal. Auf was? Kurz AFK gehen muss. Weil, weg vom Keyboard. Ach so. Aber ich bin mir noch nicht sicher, weil meine Katze war gerade auf der Toilette und hat scheinbar ein bisschen Kacker hinten am Po kleben im Fell. Das sind ja Langhaarkatzen. Oder zumindest haben sie langes Fell. Aber ich glaube, sie hat es geschafft. Aha. Ja, das Problem ist, wenn es nicht abgeht, dann, dann rennt die ganze Zeit wie wild durch die Wohnung, bis hier einer die Scheiße vom Hintern abmacht. Das ist ein bisschen nervig. Danke für diese ausführliche Darlegung. Ja, das ist wichtig. Das muss man als Katzenbesitzer wissen. Gerade bei Katzen mit langem Fell am Hintern, da muss man ab und an mal die Kacke wegmachen. Weil die im Fell sich verklebt. Das ist natürlich nicht so schön. Nee. Vor allem die Katze reagiert da sehr allergisch drauf. Oh, komm mit der Schlick. Also, wir haben ein Höhlensystem, ne? Ja, da unten ist ja, da sind auf jeden Fall wieder Slimies. Das war schade, ich hätte hier irgendwie gerade damit gerechnet, so unter Meer, dass hier vielleicht mal so eine Unterwasserstadt oder irgendwas kommt, aber irgendwie... Atlantis oder so, ja.
Wir haben Atlantis gefunden. Ja, das wäre cool. So, und du? Da ist noch ein Roter. Na, komm her, komm her. Oh. Na gut, ein paar Vasen. Ja, ist jetzt nicht gerade Atlantis. Nee, hoch will ich jetzt nicht. Ich will weiter runter. Oh, warte mal, das ist irgendwas Spannendes. Was ist denn das? Da steht doch was. Oh, Spinnitz? Spinnitz? Was bist du denn? Das ist ein Pilz. Ach so. Aha. Ist er schon weg? Oh, da oben ist Erz. Ey, das hole ich mir mal. Kupfererz. Komm gleich wieder runter. Ja, ja, ich buddel schon mal vor. Da, bin wieder da. Haben das Kupfererz mitgenommen. Oh, ey. Oh, sehr schön, das ist ja auch Erz. Yay. Oh, ist das hier nicht auch Erz? Eisenerz. Yay. Das muss man mitnehmen, wenn man das schon mal findet. Oh ja. Ich erkenne das auch echt schlecht. Also, wenn das nicht vom, von den Steinen sich abhebt, dann erkenne ich das gar nicht. Also, wenn nicht beides da ist in einem Moment. Ja. So. Oh, ich höre einen... Oh, da ist er. Da ist er. Hab ihn gefunden. Ich beschütze dich. Na komm, Wurmchen. Komm her. Das kommt doch nicht mehr. Bin ich. Hm. Es verändert sich auch gar nicht, ne? Ich bin gerade nicht nur verwundert, dass sich das Biom hier überhaupt nicht verändert. Das ist wirklich bei. Nicht, ne? Weil so diese blauen Pilzhintergründe und sowas halt. Oh, ich bin voll. Kann ich irgendwas weghauen? Hm. Den Pinguin natürlich nicht. Was ist das hier? Ich glaube, du kannst weg. Ich kann weg. Hm, Palmholz auf keinen Fall. Und Rankenseil, was ist das denn? Oh, das brauche ich jetzt auch nicht. So, ja, ein bisschen Platz. Oh. Wow. Okay, ich guck mal. Gute Idee. Oh, das Erz. Ist tief oder ist nicht tief? Das Wasser, das Wasser. Schön, ich vergesse immer, dass du nicht so viel siehst. Ach, die Klaue ist echt cool. Ja, ich weiß nicht, weil ich ja nicht wirklich auf Wasser lande. Ob ich dann Fallschaden nehme. So. Also stimmt, ich falle ja nicht ins Wasser rein. Ist ja für mich wie... Ja, eigentlich müsstest du ihn ausziehen, ja. Daran habe ich nicht gedacht. Achso, bin ich voll? Oh. Na komm, pack mal die weg. Hui. Oh, hier komme ich jetzt gar nicht runter mit dem Schwimmreifen. Muss man nach rechts weiter. Mhm. Da fällt mir gerade auf, dass ich den Schwimmreifen immer noch ausgeblendet habe, aber eigentlich, ja, kann man lassen. Sollen wir jetzt wieder runter? Ja. So, mal gucken, wie tiefer kommen hier. Wenn noch irgendwas passiert. Ja, Leute, ich hoffe, dass das hier noch ein bisschen spannender wird als nur das hier. Also, da muss doch mal irgendwas Cooles. Also, ein Haus zumindest mal, eine Spinne, irgendwas. Oh, guck mal, hier rechts. Gibt's Eisenerz. Sehr schön. Also mit dem neuen Werkzeug macht es auch tatsächlich mehr Spaß. Das geht jetzt so fix hier. Und dann auch zu zweit. Das ist krass. Oh, guck mal, da ist ein riesen Kupferader. Boah. Ja, ja, das macht mehr Spaß auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, hier hätten wir uns gerade dumm und dämlich gegraben mit dem Kupferzeug.
Wunderbar. Da rechts krabbelt irgendwas Ekliges rum. Ich weiß nicht, ob es böse ist. Okay, wahrscheinlich nicht. Das war aber, glaube ich, nur eine Schnecke. Ja, ich glaube auch. Die Arme. Die dachte, die chillt hier ihr Leben lang und dann kommt Standi. Haut ihr einen rein. Wasser. Ein Zombie. Irgendwo muss eine Höhle sein. Ach, guck mal, da rechts sind Quallen und ist da eine Kiste drin? Oh, ich glaube. Bin mir nicht ganz sicher. Ich sehe nichts. Ja, ich glaube, da rechts ist eine Kiste, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt von unten. Oh, hier ist ein ganzes Höhlensystem. Gut, da kann man es gleich so machen. Ist aber ziemlich weit oben leider, also wir müssen quasi wieder nach oben graben. Was ist das denn? Granitblock, okay. Granit? Okay. Ich versuche mal da oben zu dem Eisenerz zu kommen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Granit sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, ist hübsch. Könnte man. Oh, da kann man bestimmt was Schönes von bauen. So ein blaues Zimmer. Bestimmt hübsch. Ah, das ist Platin hier oben, nicht Eisen. Nein. Aua! Aua! Zeug. Hab ich denn noch Bomben dabei? Dann geht das doch schneller. Nee. Oh Gott. Auch keine Angst. Sag Bescheid, bevor du die wirfst. Oh, ich habe keinen Platz. Ich habe auch keine Bombe mehr dabei, ne? Ich habe Bomben. Ich könnte machen. Tja, dann soll geht ich? Das doch viel schneller. Na denn, lass uns mal hier zur Seite gehen. Bam. Ja, wenn sie dann da hingehen würden, wo sie hin sollen. Ja, bist. Nein! Nein, wieder nach rechts. Oh, aber das ist eine Höhle. Huch, sind das hier Spinnweben? Oh, nö. Oh. Ach, guck mal, da kannst du ein Herzchen mitnehmen. Ja, hol du das mal, damit du mal auf 200 kommst. Ich hab gerade. Ach ja, ich hab nur 180, okay. Okay. Ich muss niesen. Gesundheit, Gesundheit. Oh, Dankeschön. Hier ist ja alles voller Granit. Also das ist ein ganz anderes Biom. Moment, das können wir auch noch nicht einsammeln, weil ich habe da keinen Platz. So, jetzt. Na, zwei Bomben hätte ich noch. Zwei kann ich noch benutzen. Das scheint nicht so tief zu sein, aber ich weiß es nicht. Nee, ist nicht tief. Also hier hättest du springen können, da nicht. Da ist schlecht. Oh, jetzt hast du die schon? Okay. Wird da gerade rüberbauen. Also hier, guck mal, hier ist schon Ende. Ja, da nicht. Okay, da nicht. Ich verstehe. Ich habe ja gesagt, nur links. Nicht rechts. Was ist das denn? Huch, was steht denn hier neben mir? Oh. Hä? Was bist du? Eine Wikingerstatue? Aha. Na, wo ist er? Jetzt springt er da oben, unten rum. Muss Platz im Inventar machen. Gott. Aua! Blödes Viech. Hui. Oh, da ist Lava. Wir haben das Biom. Oh nein. Kack Lava. Oh, guck mal, hier sind Urnen. Noch. Oh. Ja, jetzt wird es wieder schwierig. Also hier kommen wir noch kaum durch die Granitblöcke, ne? Das ist ein bisschen. Ich finde, das geht auch relativ schnell, also. Na gut, zu zweit jetzt ja. Alleine war gerade ein bisschen ätzend. Hier könnten wir wieder runtergehen, da kommt wieder Sand. Ui, das gibt's. Oh, da ist eine Statue. Sensenmann-Statue. Boah. Na geil. Super. Will nicht wissen, was man damit beschwören kann. Vielleicht wie ein Boss. Ich glaube, es ist nur Statue, macht ja eigentlich nichts, oder? Nein. Ja, auch weg. Das ist so gut, die sind bestimmt teuer. So. Oh, das da links ist doch. Ist das Platin oder Eisen?
Oh, da auch. Hier habe ich wieder Platin gefunden, okay. Und hier ist auch was. Ich guck mal, was das ist. Eisen! Ich habe Eisen gefunden. Was hat der denn da getoppt? Was war das? Hä? Okay. Ach, überall wieder Lava. No. Okay. Oh, da links. Wir müssen nach links. Ganz dringend. Nee, komm mal her. Da ist ein Herz. Das sollten wir uns auf jeden Fall holen. Einfach hier links die ganze Zeit durch. Dann kommen wir da direkt an. Da sind auch Zombies. Was wirklich gefährlich ist, ist hier unterm Meer nicht. Ich hab's mir auch anders vorgestellt. Ich dachte wirklich, hier ist Meer mit Wasser und dann, ja, das war so coole Unterwasserkulturen finden. Naja. Oh, da ist schon wieder eine Statue, die hole ich mir mal eben. Oh, oder du? Skelettstatue. Ah, da! Na endlich! Da was kommt denn? Tatsächlich mal ein Haus. Da ist ein Haus. Du siehst das gleich. Oh Gott. Ich habe gerade mein Mikrofon umgehauen. Ups. Das war für euch jetzt vielleicht ein bisschen laut. Ich habe doch die Ohren weggeflogen. Ich habe volle Kanne gegen mein Mikro gehauen, weil ich dir quasi mit meiner Hand hier am Bildschirm zeigen wollte. Ah, ja, 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 klar. Ich habe es ja auch gesehen. Danke. Sehr gut. Hast du die Kameras aufgestellt? Ja. Aha. Wusstest du noch gar nicht, ne? Nee. Überraschung. Guck mal, hier über uns ist das Herzchen. Wer weißt du, wo meine... Oh, was ist das für ein Viech? Was ist da meine Adresse? Oh Gott, hilf mir! Ich bin da. Geht nicht. Der schützt dich. Oh Gott, was war das? Das sah böse aus. Oh. Und da oben ist noch ein schwarzer Block. So, Fledermaus ist weg. Da kommt Blob. Wie du den immer so ein bisschen anditscht. Voll niedlich. Oh nein, Babyblobs. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Puh. Wow. Ich will hier weg. Einmal geht's los. Auf einmal jetzt los. Ja, nimm dir das Herz. Willst du nicht? Nein, nimm du das. Okay. Aber ich habe jetzt auch 200 HP. Aua. Ja, ich habe aber 240 schon. Achso. Oh. Hast du schon so viele davon gefunden? Oh, ich habe keinen Platz. Das ist doch wieder ätzend. So. Aua. Oh, ich bin ja fast tot. Upsa. Yay. Also mir wird die Tiefe angezeigt. Ich weiß nicht warum. Die Tiefe? Oben rechts. Oh, mir nicht. Das ist spannend. Oh Gott, was mache ich denn hier? Das sind ja Spinnweben. Warum sagt Mr. Geiler? Oh nein. Jetzt fahre ich hier rum, weil ich gerade noch da oben bin. Ah, gut, ich habe mich gerettet. Oh Gott. Das war ja gerade. Ich wollte doch zu dem Haus hin. Mensch, jetzt fahr doch mal hier so ein Ding ran. Das gibt's doch nicht. Macht die das denn schon wieder nicht? Manchmal. Und Bombe? Nein. Wo? Oh, Wolke in einer Flasche ausrüstbar. Möglich Doppelsprung. Schön. Ja, die habe ich auch. Das ist genau die. Das, oh. Und noch was Cooles? Ja, Moment. Ich muss mal gucken. Okay. Hast du noch Platz im Inventar? Ich kann noch ein bisschen Platz machen. Ein paar Fackeln, also nichts Besonderes mehr. Okay. Moment. Guck mal. Also Fackeln kann ich ja sowieso stecken. Ja, den Rückruftrank habe ich schon weggeschmissen. Flammpfeile. Yay. Dynamit! Hey, ich kann was wegspringen. Ich kann irgendwas wegballern. Ach ja, ich vergesse immer, dass ich den Doppelsprung habe. Das gibt's doch nicht. Manchmal ist man auch echt dämlich. So. So, nu? Tiefer runter? Ja. Hui! Oh oh, oh oh, oh oh, da kommt Lava, da kommt Lava. Ja, nee. Also nicht runter. Hier ist überall Lava. Hier kommen wir gar nicht durch. Okay. Also ich stehe gerade auf so einem ganz minimalen kleinen Steinding und rundrum ist nur Lava. Das ist bringt nichts. Ich glaube, ich komme hier auch nicht mehr weg. Also ich werde einen Rückruf reinnehmen müssen. Das bringt nichts. Ich
bin hier quasi ganz, ja, umzingelt. Aber ist gerade so schön hier. Na, guck mal, hier bin ich. Da wird halt schwierig, hier irgendwo hinzukommen. Aua. Huf, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? So ein Tiefenmesser ist das, oder? Eine Taucheruhr steht da. Also mir wird es ja auch angezeigt, aber ich weiß nicht warum. Zeig Tiefe an. Achso, ja, zeig Tiefe an. Tatsächlich. Ach ja, ich habe eine Taucheruhr dabei. Ja, zeig die mir auch die Tiefe an. Aber ich mag das andere, glaube ich, lieber, oder? Es reicht aber, wenn du das im Inventar hast, dann wird das trotzdem angezeigt, das geht. Das andere. Achso. Ach, tatsächlich. Ach, cool. Ja, die erhöht auch scheinbar ein bisschen Schaden, aber Bewegung habe ich gerade auch drin, ne? Und das würde ich, glaube ich, lieber behalten. Oh, ich will auch so einen Haken haben, mit dem man da lang kann. Verdammt. Wahrscheinlich können wir uns da auch schon welche von herstellen zu Hause. Ich glaube, ich habe es auch schon gesehen und habe dann aber wieder vergessen, tatsächlich. Huch, das ist ja geil, was du da machst. Das war cool. Das ist die Frage. Wir können natürlich hier uns wirklich noch reingraben, schräg runter. Okay, hier mit Erde. Ach so, ja, das geht auch, ja. Da kommen wir gerade noch so ein bisschen minimal an der Lava vorbei, wenn wir aufpassen. Achso, du gehst da lang. Ich wollte hier. Weil da ist ganz schön eng. Ich weiß nicht, ob du da durchkommst. Ach, das geht schon. Hier versucht. Ich probier's mal hier. Das ist mir da ein bisschen riskant. Oh, alleine bin ich nicht so schnell. Ich glaube, deine Axt. Deine Spitzhacke ist besser. Oder? Woher eigentlich ist der Platin? Muss doch gut sein. Hä, warum komm ich hier nicht durch? Jetzt. Oh Gott, pass auf da mit der Ecke. Ja, ja, ich bin auch ziemlich konzentriert hier. Bloß nicht falsch klicken. Oh Gott, was machst du denn da? Ach du Scheiße, das kann ich mir gar nicht mit ansehen. Oh Gott. Alles gut, passiert nichts. Holzpfeile, toll, und eine Fackel. Eigentlich müssen hier doch total geile Sachen sein hier unten. Das ist cool, denn mit dem Bergbauhelm brauchen wir gar keine Fackeln mehr. Wir laufen die ganze Zeit ohne lang. Mhm. Auch ganz praktisch. Wo bist du jetzt da oben? Kommst du hinterher, ich oder? Ich komme gerade. Ja, ja, ich komme ganz langsam nach. Ich habe hier sehr viel Stein und ich glaube wirklich, meine Spitzhacke ist nicht so gut wie deine. Glaube ich. Schau mal. Naja, ich habe auch so eine blaue Spitzhacke, also von der Farbe her ist die blau. Das wäre sowas, was ich selten oder rar oder sowas. Ah ja, meine ist normal. Das passiert nur manchmal, ne, beim Herstellen, oder? Dass man gute Sachen kriegt, so. Ja. Ach, gleich sind wir bestimmt wieder in der Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Huch, was ist das denn da oben? Kann ich das abbauen? Ich habe hier was richtig Geiles. Dämonen irgendwas. Oh, jetzt muss ich doch ein paar Muscheln wegschmeißen, leider. Dämonenerz habe ich hier. Oder Dämoniterz, Dämoniterz. Ja, daraus habe ich mein Schwert hergestellt zum Beispiel. Ach, das war dieses. Ah, okay. Stehe. Nehmen wir mal mit. Scheint ja ganz gut zu sein. Dann würde ich mir doch noch den anderen Bogen machen. Der war ja eins besser als meiner. Also rechts sind Zombies auf jeden Fall. Warte mal, soll ich lieber da weitergehen? Oh Gott, was bist du denn? Eine Schnecke. Aua. Geh weg. Ach ja, Doppelsprung. Ich vergesse es jedes Mal. Da weiß ich noch, da habe ich mich früher bei Starbound, glaube ich, mega aufgeregt, dass Gronkh und Tobi die ganze Zeit vergessen haben, welche Fähigkeiten sie so bekommen haben im Laufe der Zeit. Und jetzt vergesse ich selber die ganze Zeit, dass ich einen Doppelsprung habe. Ja, ich kann es mal jemand, der hat mich immer dafür angeschissen, dass ich daran gedacht habe, dass ich im Kräuter in meinem Inventar hatte. Ja, schlimm, so eine Person, ne? Furchtbar echt, ey. Also solche Menschen sollte man gleich einsperren. Das sag ich dir. Wegsperren. Gar nicht spielen. Weg damit. Kommen wir da runter oder ist gefährlich? Nee, ich weiß nicht, was da unten ist. Ich kann da nicht runtergucken. Ja, auch nicht. Ich habe irgendwie Angst, dass da nichts mehr kommt. Das sieht da nämlich so aus, ne? Vom Hintergrund ist doch hier Ende, oder nicht? Oh Gott, Scheiße. Vielleicht sollen wir so ein bisschen in Sicherheit bleiben hier oben. Ja, ich glaube, das hier ist nicht gut. Ach ja, Doppelsprung schon wieder. Oh Gott. Ja, jetzt wird schwierig, wieder zurückzukommen für mich. Ich habe leider keinen. Kann auch keinen Haken machen.
kann Schneeball machen, das ist ja auch schön. Oh fuck! Man, was denn? Da ist jetzt einfach Lava rausgekommen aus der Decke. Oh! Komm ich gerade noch retten. Hä, wie geht denn das? Du hast nichts abgebaut? Nein, gar nichts. Nee. Kann es sein, dass die quasi geladen wurde jetzt erst? Also vom Spiel so, dass die da ja, nachgeladen wurde? Ich weiß nicht, vielleicht, aber... Würde jetzt kein Monster kaputt gemacht haben. Also sieht cool aus, wie die hier gerade runterläuft, ist schon nice. Also ich glaube, wir kommen hier nicht mehr weit, oder? Ich glaube, wir müssen... Also ich zumindest nicht ohne Haken. Ich glaube, ich werde mal zurückspiegeln. Naja, ich kann auch... Ich kann ja nicht nach unten gucken, das ist das Problem. Nach oben ist immer schön mit dem Haken. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Also ich würde jetzt vom allein vom Hintergrund da gerade, weil ja hier die Felswand genau aufhört und da diese Bodenplatten in der Lava sind, würde ich schätzen, dass da Ende Gelände ist. Ja. Lass uns nach Hause, okay? Okay. Spieglein, Spieglein an der Wand. So, wir haben viel Zeug mitgebracht. Jetzt als allererstes die Möwe. Ja, also du brauchst Glas und dann kannst du eigentlich schon das machen. Glas, okay, dann erstmal... Ich glaube, in meiner Kiste ist Glas. Hier, in der grünen, müsste Glas drin sein. Ja, muss erstmal was weglegen. Ich guck gerade. Ja, hier ist Glas. Ich kann dir das gleich an den Kopf werfen. Okay, wo bist du da? Moment. Da. Und daraus baue ich jetzt was? Du müsstest jetzt hier hin. Ich weiß gar nicht, ob du hier hin musst, ob das notwendig ist. Jetzt müsstest du hier ein Terrarium ganz unten bauen können. Ganz unten in der Liste müsste das Terrarium sein. Okay. Hast du? Habe ich, ja. Und da müsstest du, wenn es geht, dann müsstest du da jetzt dein Tier reinsetzen können. Also die Möwe anklicken und dann auf das Terrarium? Nee, das hast du quasi, wenn du einfach dein Croft-Mini durchfährst, müsste das da sein. Ach, da! Geht das? Oh. Geil! Noch ein Gefangener. Ja. Und gib mir mal deines Glas wieder, dann kann ich gucken, ob das mit dem Pinguin auch geht. Oh, das wäre so cool. Aber allerdings kein Platz mehr auf dem Dach. Ja, ja, wir machen irgendwo Platz. Oh. So, jetzt zeig mal die Möwe. Da ist er. Oh, wie cool. Ach, oh, das mal. Ist so super cool. Sogar mit ein bisschen Sand und so Wasser im Hintergrund. Oh. Stimmt. Das Eichhörnchen hat Rasen und die hat... Oh, die trinkt aus dem Wasser. Oh. Guck mal, wie glücklich sie in Gefangenschaft ist. Ja. So ganz ehrlich, der Deckel ist offen. Die könnte jederzeit raus, wenn sie wollte. Wir halten sie ja nicht fest, sie kann doch gehen. Guck mal, hier ist der Regenwurm. Ab und an sieht man, da sieht man den gerade. Oh. Das sollten wir aber irgendwie viel schöner aufbauen. Jetzt haben wir sogar, das ist ja quasi eine Nahrungskette hier, ne? Der Wurm an die Möwe an das... Na gut. Wir sollten echt einen kleinen Zoo bauen, finde ich. Ja, finde ich auch. Das machen wir noch richtig schön. Das da oben ist gerade nur quasi provisorisch, um die mal abzustellen. Das machen wir noch ganz toll hier. Und guck mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das süß. Was denn? Ja, jetzt ist das Problem. Wohin? Da oben ist gar kein Platz mehr. Ne? Dann nehme ich mal hier links erstmal die Seite, wo wir gerade da rechts keinen Platz haben. Also komm mal mit hier auf den Turm. Ja, Moment, ich habe gerade wieder Unsinn gemacht, alles abgelegt. Oh, ich muss erst den Backend leider abreißen. Halt. Habe ich jetzt alles, was ich brauche? Schwacher Heiltrank. Wo sind die ganzen Heiltränke denn hin, die ich hatte? Ja, muss ich gleich mal gucken. Ja. So, jetzt komm mal her. Ist das nicht so unglaublich süß, der Pinguin? Ich hoffe, kann man das jetzt wieder abreißen? Ja, das ist die Frage, ne? Ob es kaputt geht, ob der Pinguin tot ist, raus ist. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, das probieren wir am besten mit dem billigen Regenwurm aus. Dann sollten wir da echt einen extra Zoo bauen. Aber der Regenwurm, der war kein Tier, was ich im Inventar hatte. Das war einfach irgendwie da, glaube ich. Also ich habe keine Ahnung, wie der Regenwurm da, woher der kam. So macht man das, Anfänger. Mann. Ja, aber ich würde es nicht jetzt machen, oder? Wollen wir das nicht erst machen, wenn wir dann auch wirklich quasi ein Gebäude für die Tiere haben? Unseren Zoo? Dann jetzt können wir deswegen, ja... Deswegen sollten wir jetzt erstmal anfangen zu bauen, ne? Ja, aber jetzt nicht mehr, denn wir haben schon 30 Minuten. Schon wieder? Oh Mann, ja. Ey. Das ist unglaublich. Okay, Leute.
Ja, wir haben jetzt hier schon mal auf unseren Dächern quasi kleine Streichelzoos eröffnet. Und ja, ich denke, wir werden dann vielleicht in der nächsten Folge anfangen, unseren Zoo zu bauen. Ja, denke ich auch. Ja, oder zumindest Materialien farmen, je nachdem, wie wir denn unseren Zoo überhaupt bauen. Und zwar aus Glas, ein Glaszoo. Ja, das wäre nämlich richtig cool aus Glas. Aber dann müssen wir, glaube ich, wirklich erstmal in die Wüste und Tonnen von Sand farmen. Ja, egal, kriegen wir schon hin. Also gut, Leute, dann, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.